100 Vulkane mit mehr als 300 Kratern entstanden auf dieser verhältnismäßig kleinen Insel. Die Gegend, durch die wir jetzt fahren, heißt Montagne de Fuego, Feuerberg. Allein hier in der Ebene von Timanfaya bedeckt das Eruptivmaterial, Lava und Asche eine Fläche von 200 Quadratkilometern. Dabei war gerade diese Ebene früher einmal die fruchtbarste der ganzen Insel. Das änderte sich urplötzlich durch die wohl gewaltigsten Ausbrüche, die die Geschichte des Vulkanismus verzeichnet. Nicht nur die ungeheuren Massen des Eruptivmaterials, auch die Dauer der Ausbrüche sind einzigartig. Die Katastrophe begann am 1. September 1730 und dauerte ohne Unterbrechung bis April 1736. Ein Augenzeuge, der Pfarrer von Yaisa, Don Andrés Lorenzo Pubelo, berichtet in seiner Chronik: Am ersten Tage des September, zwischen 9 und 10 Uhr abends, brach plötzlich die Erde auf. Nahe Timanfaya erhob sich ein enormer Berg aus dem Schoß der Erde. Von dessen Spitzen schossen Flammen hoch, die während 19 Tagen weiterbrannten, unaufhörlich. Don Lorenzo musste wie die anderen vor dem Feuer fliehen, aber er blieb auf der Insel. Er konnte nicht wissen, dass die Ausbrüche 6 Jahre dauern würden.
25 Meter hoch. Der Berg, er gehört zum alten Timanfaya-Massiv, ist vollständig mit Schlacke und Asche eben der Ausbrüche des 18. Jahrhunderts bedeckt. Noch heute werden in seinem Innern Hitzestrahlungen großer Intensität gemessen. Hier können wir uns auch die Ornitos, die Öfchen, noch einmal aus der Nähe ansehen. Sie wirken zwar weit weniger imposant als die großen Krater, waren aber ebenso gefährlich, da gerade aus ihnen große Mengen Magma herausquollen. Rechts von uns liegt der Krater Caldera de los Cuervos, der Kessel der Raben. Er entstand durch eine der gewaltigsten Explosionen der Ausbrüche des 18. Jahrhunderts. Noch heute liegt der Grund des Kraters 100 Meter unter der Lavaschicht. Diese unvorstellbaren Massen an Eruptivmaterial begruben in wenigen Sekunden das Dorf Timanfaya unter sich. Verdankt ihre Einmaligkeit nicht nur den bizarren Formen der Berge und Krater, sondern auch dem Fehlen jeglicher Vegetation. Andere Vulkangebiete sind längst wieder von Bäumen und Pflanzen bewachsen. Hier im Nationalpark von Timanfaya wachsen nur einige Flechten, Liegen genannt, die den bedrückenden Eindruck der Einsamkeit noch unterstreichen. Ausmaß nicht mit den Eruptionen des 18. Jahrhunderts zu vergleichen, trotzdem war die Gefahr groß. Denn die Lava war von einer extremen Flüssigkeit, schoss also mit rasender Geschwindigkeit in die Höhe. Auch große Mengen von Salzwasser wurden ausgestoßen und überschwemmten die zum Teil wieder angelegten Felder. Früchte, denn seine Blüten konnten sich nicht von Flammen ernähren.